Wie Sie ja bereits wissen, können Sie sehr viele Dinge in Wabi Profi 3 relativ schnell tun und sehr einfach vor allem. In diesem Beispiel schauen wir uns private Einlagen an, denn Entnahmen in Form von Ausgaben, Löhne, Einzahlungen oder Privatentnahmen wurden bereits in Videos abgehandelt. Wir schauen uns an, was ist eine Privateinlage. Eine Privateinlage, wie der Name eigentlich schon sagt, das heißt die Einlage eines Geldes von einem privaten Konto auf einen Empfänger, sprich die Kasse. Warum kann das sein? Ganz einfach, es kann ja sein, dass Sie sagen, ich brauche jetzt seit morgen oder übermorgen schnell mehr Geld in der Kasse oder brauche Geld in der Kasse, weil eine Warenlieferung kommt, die Sie unter Umständen in Bar bezahlen müssen und Sie momentan nicht so viel Einnahmen gerade zur Verfügung haben oder wie auch immer. Dann könnten Sie hergehen und sagen, ich lege schnell 1000 Euro von einem Konto ein und entnehme mir die 1000 Euro später wieder, wenn ich genügend Geld in der Kasse habe. Okay, also das sind die Privateinlagen. Sind auch relativ leicht zum Handeln. Sie klicken auf Privateinlagen und dort haben Sie die Möglichkeit, eine neue Privateinlage anzulegen. Einfach auf Neu klicken. Nun sagen Sie, welche Kasse das Geld erhalten soll und von welchem Absender das erfolgen soll. Das heißt, wer ist der Auftraggeber, sprich das Konto. Wenn Sie natürlich solche Informationen nutzen wie Privateinlagen, empfiehlt es sich natürlich auch, ein Konto anzulegen, das sich privat nennt. Hierzu haben Sie direkt die Möglichkeit, in den Privateinlagenfenster auf Einfügen zu klicken, um ein neues Konto zu eröffnen. Machen wir jetzt einfach mal schnell. Ich sage jetzt privat, das ist ein Girokonto, der Inhaber bin ich, die Kontonummer ist, was weiß ich, die 0 und die Bankleitzahl ist irgendwas. So. Und das ist die und die Bank mit BIC und IBAN und so weiter, brauchen wir jetzt nicht. So, dann sage ich, ich habe jetzt da mal 3000 Euro drauf. So, und die... Ach, meine Eröffnungsbuchung. So, jetzt habe ich ein Privatkonto angelegt in Höhe von 3000. Das steht mir jetzt zur Verfügung. Und jetzt kann ich sagen, ich habe vom Privatkonto an einem Datum einen Betrag von 100 Euro entnommen. Und der Empfänger, die Kasse 1, kriegt das jetzt und ich sage speichern. Jetzt habe ich hier 100 Euro privat und natürlich am 25. habe ich jetzt diese Information eingebucht. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt dann in einem Kassenbericht oder in einem Zwischenbericht anschauen, bei den Journalkopien, sehen wir hier, dass wir eine Privateinlage in Höhe von 100 Euro an den getätigten oder am benannten Buchungstag jetzt haben. Und das Ganze schauen wir jetzt in den Buchungen an, unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen. Sehen wir nun, dass auf unserem Privatkonto wir 100 Euro entnommen haben und auf unserer Kasse 100 Euro empfangen haben, hier am 25.02. Somit hat sich am 25.02. unser Mitlaufbestand von 597 auf 697 erhöht. Ja, das waren die Privatentnahmen. Und wenn Sie sagen, ja, jetzt habe ich die Rechnung bezahlt, ich habe genügend Geld in der Kasse, dann machen Sie bei den Journalkopien einfach eine Privatentnahme wie in unserem Beispiel am 30.02. zum Beispiel, 30.02. kein schlechter Witz, am 30.03. zum Beispiel und sagen, jetzt habe ich mir die 100 Euro wieder rausgenommen und somit können Sie es jederzeit reproduzieren, wann ist was reingegangen und was haben Sie wieder rausgenommen. Ja, das sind die Privateinlagen, total simple Geschichte eigentlich.